liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Aktivisten, Sympathisanten, wer auch immer sich heute hier eingefunden hat. Das Hartz-IV-Netzwerk Rheinland-Pfalz hat heute hier auf den Theatervorplatz eingeladen, um gegen die geplanten Rechtsvereinfachungen in SGB II zu protestieren. Wir haben den heutigen Tag ausgewählt, weil die bundesweite Arbeits- und Sozialministerkonferenz heute und morgen in Mainz-Finden tagt. Eine Arbeitsgruppe dieser Konferenz hat diese Rechtsvereinfachung mit anderen Organisationen ohne die Einbindung Gruppen wie unserer beispielsweise verabschiedet, mehr oder weniger. Wir wollen heute versuchen, die Bürger und Bürgerinnen darüber zu informieren, dass es sich hier keineswegs um Rechtsvereinfachungen handelt. Wenn überhaupt, dient es nur der Bürokratie, aber mit Sicherheit wird es zu ganz massiven Verschärfungen für die Leistungsbezieher und Leistungsbezieherinnen führen. Und aus diesem Grunde sind wir hier, um zu informieren. Deswegen gebe ich jetzt gerne das Mikrofon gleich weiter an Claudia Daseke. Hallo. Liebe Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die angereist sind, liebe Mainzer und Mainzerinnen, die vielleicht stehen bleiben trotz des kalten Wetters und neugierig sind, was wir zu sagen haben. Auch wenn die Welt von vielen unschönen Nachrichten zurzeit überquillt, in Deutschland scheint ja alles gut zu sein. Die Koalition verteilt Wohltaten, der Koalitionsvertrag spricht von einem guten Leben in Deutschland. Aber Hartz IV ist immer noch da und wir sind immer noch dagegen. Wir protestieren ungebrochen, mal leiser und mal lauter und wir werden nicht aufhören. Aktuell erobert sich der Protest gerade wieder einen Platz in der Öffentlichkeit. Die Kampagne Auf Recht bestehen meldet 40 dezentrale Aktionen bisher bundesweit zum Schlagwort Sonderrecht Jobcenter. Wir und viele andere treten an, die aktuelle Gesetzesnovelle unter dem Namen Rechtsvereinfachungen beim SGB II öffentlich zu begleiten und anzuprangern oder zu untersuchen. Und wir werden hier im Laufe der nächsten Stunde ein paar von euch hören, was ihr dazu zu sagen habt zu dem Thema. So, jetzt muss ich umblättern, ohne einen Tisch zu haben. Ich war gestern auf einer Veranstaltung in Berlin, davon möchte ich kurz grüßen, von dem Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum, das bundesweit ein sehr breites Bündnis ist. Und ich habe die sogenannte Berliner Erklärung, die Sie gestern verfasst haben, als Flugblatt hier für euch mitgebracht. Da geht es um etwas mehr noch als Regelsätze und Hartz IV. Es geht um Existenzsicherung mit und ohne Erwerbsarbeit. Das hat die ALSO Oldenburg, die Arbeitslosen-Selbsthilfe Oldenburg, vor circa 2 Jahren gegründet, dieses Bündnis, aus Enttäuschung darüber, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom Februar 2010 nicht umgesetzt worden ist in unserem Sinne. Sie fordern eine, ich habe das gerade da, Sie fordern am Ende Ihrer Erklärung, bisher wird die Frage, was zum Leben mindestens erforderlich ist, faktisch von der Ministerialbürokratie beantwortet. Wir fordern die Einsetzung einer unabhängigen Kommission. Diese soll aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Vertreterinnen und Vertretern von Wohlfahrts- und Sozialverbänden, den Sozialpartnern, Kommunen und nicht zuletzt Betroffenen selbst bestehen. Diese Kommission soll vor allem die Rechenergebnisse der Bundesregierung im Sinne eines Bedarfs-TÜVs überprüfen. So, dieses Bündnis ist ein sehr ungewöhnliches Bündnis. Ich lese mal ein paar Bündnispartner vor. Das ist die, gibt es unangenehm? Das ist die Diakonie, die Evangelische Obdachlosenhilfe, die Nationale Armutskonferenz, der Sozialverband Deutschland, aber auch ATTAC, Tacheles, der BUND, die Naturfreunde, also eine bunte Mischung von Leuten, die sich für dieses eine Ziel zusammengeschlossen haben, dieses Existenzminimum neu und reell zu berechnen.
Sogar eine Dame vom Deutschen Institut für Menschenrechte war gestern da und hat uns erklärt, wie man die internationalen Menschenrechte der UNO für unsere Zwecke verwenden kann und den Klageweg beschreiten kann. Also das Wort menschenwürdig ist durchaus mit Recht zu unterlegen und einzusetzen für unseren Kampf. Dieses Bündnis, wie ich sagte, bis hin zur Aktionsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, so weit ist das, weil es wurde ein großer Bogen geschlagen von Hartz IV über das Mindesteinkommen, über die sehr niedrigen Lebensmittel, ohne die so ein niedriges Existenzminimum gar nicht möglich wäre, die wiederum die Bauern in Existenznot bringt und auch die Landwirte und Gemüseanbauer dazu bringen, illegale Migranten einzustellen, die zu unsäglichen Bedingungen hier bei uns arbeiten für unsere Lebensmittel. Diesen ganzen Bogen, der viel mehr umfasst als Hartz IV, eine ganze Armutswelt, die sich da auftut. Und da müssen halt die verschiedenen Leute zusammenarbeiten. Eine sehr schöne Breite, die ich finde, die ist unterstützenswert. Und da könnte jeder von uns irgendwie überlegen, da mitzumachen. Die Forderung selbst ist natürlich nicht so radikal, wie viele von uns das gerne möchten. Es ist immer schwer, Abschaffung von Sanktionen und Abschaffung von Hartz IV auf eine breite Ebene zu stellen. Und es ist immer ein bisschen seltsam zu sehen, dass Leute nicht verstehen, dass man ein Existenzminimum nicht kürzen kann, wenn es ein Existenzminimum ist. Da ist noch viel Debatte nötig, aber dafür haben wir ja solche breiten Bündnisse, dass wir uns über unsere persönlichen ideologischen Grenzen hinaus unterhalten. Und da ist noch viel zu tun und da fangen wir heute mit an, beziehungsweise machen heute damit weiter. Dankeschön. Und fangen Sie an zu kämpfen und werden Sie um Himmels Willen nicht depressiv. Das haben Sie am wenigsten verdient. Ich danke Ihnen. Hallo. Die sogenannte soziale Kälte. Ich begrüße euch alle hier zu unserer Kundgebung heute am 26.11. in Mainz. Wir haben uns hier heute versammelt, um gegen die geplanten Rechtsvereinfachungen im Sozialgesetzbuch 2 zu protestieren. Diese Rechtsvereinfachungen bedeuten für die Erwerbslosen weitere erhebliche Verschlechterungen. Das geht aus dem Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die von der heute hier in Mainz finden tagenden Arbeits- und Sozialministerkonferenz eingesetzt wurde, hervor. Es muss zugegeben werden, dieser Bericht enthält Vereinfachungen und Verschärfungen. Wir werden zum Schluss darauf eingehen. Kritisiert werden muss auch die geheime Vorbereitung, die nicht nur Gewerkschaften, Wissenschaft, Kirchen, Wohlfahrtsverbände und Erwerbslosengruppen ausgeschlossen hat, sondern auch die Öffentlichkeit von einer offenen Berichterstattung ausschließt. Und das, obwohl bereits zum 1. April 2015 das neue Sozialgesetzbuch 2 in Kraft treten soll. Zum Hintergrund der geplanten Rechtsverschärfungen sind nämlich keine Vereinfachungen. Über 2 Millionen Erwerbslose sind 4 Jahre oder länger auf Hartz IV angewiesen. Besonders schlechte Karten haben Frauen und ältere Erwerbslose. Und diese älteren Erwerbslosen sollen sich mit dem 63. Geburtstag verrenten lassen. So will es das Gesetz. Diese Zwangsverrentung bringt für den Rest des Lebens hohe Abschläge mit sich. Mit der Rente ab 67 steigen die Einbußen auf bis zu 14,4%. Das ist ein einziges Rentenkürzungsprogramm und vorprogrammierte Altersarmut. Überhaupt Armut. Mit 15,2% ist die Armutsquote nach den letzten verfügbaren Zahlen auf ein neuerliches trauriges Rekordhoch gestiegen.
In Rheinland-Pfalz beträgt sie gar 15,4%. Armut. Das hat eine in der Bundesrepublik bisher einzigartige Langzeitstudie der Arbeiterwohlfahrt bewiesen, ist der größte Risikofaktor für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Nach Berechnung des Deutschen Kinderhilfswerks sind derzeit rund 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland von Armut betroffen. Die Armutsgefährdungsquote rheinland-pfälzischer Kinder liegt mit 18,4% sogar über dem Landesdurchschnitt der westdeutschen Länder. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass über 117.000 Kinder in Rheinland-Pfalz armutsgefährdet sind. Das ist ein Skandal. Jawohl. Kinderarmut ist dabei immer auch die Armut der Eltern, die meist mit Erwerbslosigkeit oder prekärer Beschäftigung verbunden ist. So wird für diese Menschen der hier eröffnete Weihnachtsmarkt auch dieses Jahr wieder geschlossen bleiben. Die Arbeits- und sozialrechtlichen Dauerarbeitsverhältnisse sind in den letzten Jahren nach einer Untersuchung der Hans-Zückler-Stiftung auf unter 50% zurückgegangen. Das hochgelobte Jobwunder in Deutschland besteht aus Teilzeitarbeit, prekärer Beschäftigung und Niedriglohnsektor. Die Arbeit wurde nur umverteilt und billiger gemacht und die Anzahl der Menschen, die ergänzend Arbeitslosengeld II beziehen müssen, steigt ständig. Aber was ist mit dem ohnehin zu niedrigen Mindestlohn und löchrigen Mindestlohn von 8,50 Euro ab 2015? Gilt für Erwerbslose in den ersten 6 Monaten nicht. Und weiter, so schreibt die Süddeutsche Zeitung vom 4. November. Das neue Geschäftsmodell klingt perfide. Strategien zur Umgehung des Mindestlohngesetzes 2015 lautet die Überschrift eines Textes, den eine Rechtsanwaltskanzlei auf ihre Homepage gestellt hat. Dann kommen Tricks, wie der Mindestlohn völlig legal umgangen werden kann. Das Arbeitslosengeld II liegt mit weniger als 400 Euro Regelsatz plus Kosten der Unterkunft pro Monat für einen Erwachsenen deutlich unterhalb der Armutsgrenze. Armut wird hier bewusst in Kauf genommen. Mit der finanziellen Verarmung verbindet sich meistens soziale Isolierung. Der Regelbedarf ist gekürzt auf ein Niveau, das gerade so zum Überleben ausreicht, Erwerbslose aber aus dem gesellschaftlichen Leben ausgrenzt. Die Philosophie, die dahinter steckt, ist so einfach wie falsch zugleich. Es wird den Erwerbslosen suggeriert, sie seien selbst schuld an ihrer Misere. Sie macht aus Erwerbslosen und Aufstockerinnen Bittsteller, von denen Demut, Bescheidenheit und der Verzicht auf ein Leben in Würde verlangt wird. Im zweiten Quartal 2014 gab es laut Bundesagentur für Arbeit 1,06 Millionen offene Stellen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Demgegenüber standen 2,89 Millionen registrierte Erwerbslose, wohlgemerkt registrierte. Die Zahl der laut Bundesagentur unterbeschäftigten Menschen, die auch Erwerbslose umfasst, die in Maßnahmen oder krank sind, lag im Juni 2014 bei 3,66 Millionen Menschen. Auf eine offene Stelle kommen also deutlich mehr als 3 Erwerbslose. Das heißt, es fehlen also bundesweit mindestens 2 Millionen Arbeitsplätze. Jobwunder Deutschland. Kein Problem für Andrea Nahles. Das Zauberwort heißt Passiv-Aktiv-Transfer. Das heißt, Erwerbslose sollen zukünftig für die Transferleistung arbeiten. Auch die 1-Euro-Jobs wird die emsige Ministerin ausweiten. Zwar stößt der Passiv-Aktiv-Transfer bei der Bundesregierung zurzeit noch auf Widerstand. Das war aber auch vor einigen Jahren der Fall, als der Vorschlag von CSU-Klose kam, die 0-Euro-Jobs einzuführen. Und nun kommen sie in Hamburg als Pilotprojekt. Wir haben 2 Beispiele aus den sogenannten Rechtsvereinfachungen.
Zum einen sollen Leistungsberechtigte zukünftig doppelt und noch härter bestraft werden. Wer heute seine Pflichten verletzt, bekommt bereits zum ersten Mal den Regelsatz um 30% gekürzt. Zukünftig soll eine zweite Kürzung um ebenfalls 20% noch drauf erfolgen. Denn Leistungsberechtigte sollen verpflichtet werden, die erhaltenen Leistungen zurückzuerstatten. Dies soll Personen betreffen, die sich vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht genug angeblich bemüht hätten, ihren Leistungsbezug zu beenden oder zu verringern. Da die Rückzahlungspflicht sofort beginnt, behalten die Jobcenter 30% vom Regelsatz im Monat an laufenden Leistungen für die Tilgung, die dann zum Leben fehlen, ein. Derzeit gilt die Rückzahlungspflicht nur für Personen, die ihre Hilfebedürftigkeit schuldhaft herbeigeführt haben, also bei einem Fehlverhalten aus der Vergangenheit, das den ALG-II-Bezug ausgelöst hat. Auch wir haben einen Vorschlag. Statt die Strafen zu verschärfen, ist das Gegenteil notwendig. Die Regelungen zu einer zumutbaren Arbeit müssen deutlich entschärft werden. Jawohl. Jawohl. Auch deshalb, um die Ausweitung des Niedriglohnsektors endlich zu stoppen. Denn Hartz IV ist das Schmier- und Druckmittel, Menschen in sehr niedrig entlohnte Arbeit zu zwingen. Bis zu einer Neuregelung müssen die Sanktionen zumindest ausgesetzt werden. Denn es geht um das Existenzminimum. Nun will man die Sanktionen bei harmlosen Meldeversäumnissen von bisher 10% sogar noch auf deutliche 30% erhöhen. Diese kommen am häufigsten vor. Doch niemand fragt nach den Gründen, warum es dazu kommt. Terminüberschneidung mit der Arbeit, fehlende Kita-Plätze für Alleinerziehende oder plötzliche Erkrankungen gelten nicht als Grund, um einen Termin verschieben zu können. Das wissen die wenigsten. Und die Öffnungszeiten des Jobcenters werden immer weiter verkürzt. Hier in Mainz hat das Jobcenter nur noch bis 12 Uhr auf. Bei wichtigen Fragen landet man in der Jobcenter-Hotline, weil es oft keine Durchwahl zum Sachbearbeiter gibt. Das nennen wir Kundenservice. Wir haben einen Vorschlag, um Sanktionen einfach zu vermeiden. Wir fordern eine gegenseitige Terminabsprache auf selber Augenhöhe. Jawohl. Jawohl. Zweites Beispiel. Zukünftig sollen die Kommunen die Obergrenzen für angemessene Wohnkosten bezogen auf die Gesamtsumme aus Miete und Heizung festlegen dürfen. Bisher waren die Miete und die Heizkosten separat zu prüfen. Mit der Änderung drohen massive Nachteile. So empfiehlt der heutige Rechtsanspruch auf eine einzelfallbezogene Prüfung. Danach müssen heute auch unangemessen hohe Heizkosten erstattet werden, etwa denn, dann, wenn diese auf eine schlechte Wärmedämmung beruhen. Diese Änderung wäre auch ein Schritt dahin, für die Wohnkosten nur noch eine Pauschale zu zahlen. Dann besteht die große Gefahr, dass die Pauschale die tatsächlichen notwendigen Kosten nicht abdeckt und somit auch das Existenzminimum nicht gedeckt ist. Dazu darf es auf keinen Fall kommen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Vorschläge, die die Bund-Länder-AG der ASMK entwickelt hat, liegen nun auf der Bundesebene. Wenn auch positive Vorschläge zu finden sind, wie etwa die Verlängerung des Regelbewilligungszeitraumes, so wird doch die Not ohne Not vergrößert und die ohne Not weggelassen werden könnte. Das Gesetz soll zum 1. April nächstes Jahr in Kraft treten. Der Referentenentwurf wird für Januar erwartet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, entscheidend wird nun sein, ob es gelingt, genügend Druck auf die Politik auszuüben, um das Schlimmste zu verhindern. Wir brauchen keine verordnete Einkommensarmut.
keine Stigmatisierung und Ausgrenzung aus dem sozialen, gesellschaftlichen und politischen Leben. Und von Arbeit muss man leben können. Jawohl. Und jawohl. Ohne Arbeit auch. Jawohl. Jawohl. Könnt ihr euch vorstellen, wo Erwerbslose liegen? Bei 70%. Da ist Deutschland Spitzenreiter in Europa. Teilweise erreichen die staatlichen Transfers gar nicht die Menschen. Also es gibt einfach zu viele Leute, die entweder nicht wissen oder aus Scham nicht zum Amt gehen und ihre Leistungen dort abholen, damit sie überhaupt in die Nähe eines menschenwürdigen Existenzminimums kommen. Und das sind dann die Leute, die womöglich nach dem neuesten Regelbedarfsbestimmungsgesetz in die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe als Menschen einwirken, die, obwohl sie gar nicht wirklich zu der 15% untersten Einkommensgruppe gehören, weil sie eigentlich staatliche Transfers beziehen müssten, trotzdem mitgerechnet werden und somit den ganzen Regelbedarf auch noch runterziehen. Auf diese Art und Weise ist kein Sozialstaat zu machen, wie es das Grundgesetz vorsieht. Wenn jetzt die Rechtsvereinfachungen im SGB II Wirklichkeit werden, zum 1. April 2015, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dann wird die Situation der Armen natürlich noch schwieriger. Denn die Rechtsvereinfachungen, so wie sie uns verkauft werden, sind ja in Wirklichkeit Bürokratievereinfachungen, Durchgriffsvereinfachungen, Schikanierungsvereinfachungen für die Behörden. Besonders krass finde ich, dass die Sanktionen als Entschärfung in den Medien verkauft werden. Nahles will die Sanktionen entschärfen. Hurra, die Sanktionen werden entschärft. Ja, Pustekuchen, was wird denn gemacht? Die Totalsanktionen für Menschen zwischen 18 und 25, also erwachsene Menschen, die wie Kinder behandelt werden, die könnten tatsächlich wegfallen. Aber dafür sollen die Meldeversäumnisse, die mit 72% den Löwenanteil der Sanktionen ausmachen, von 10 auf 30% draufgesetzt werden. Ich glaube, es hackt. Was soll denn unter diesen Umständen besser werden? Was soll denn das in einer Rechtsvereinfachung darstellen? Wie kommt man leichter zu seinem Recht? Das ist doch unser Interesse. Wenn demnächst in der Eurozone durch diese ganzen Regelungen bezüglich von Erwerbslosen, dass wir unter eine Ausnahmeregelung beim gesetzlichen Mindestlohn fallen, wenn die Situation in Europa insgesamt so weitergeht, wenn die europäischen Länder, insbesondere im Süden, in der Eurozone, als Kunden für deutsche Exportprodukte ausfallen, dann geht die ganze Wirtschaft in die Grätsche. Da kann man sich auf was einstellen. Was wir brauchen, ist eine starke Bewegung, die klar macht, dass Hartz IV nicht einfach irgendwelche Betroffene runterzieht und das womöglich noch zu Recht, weil faul und alkoholsüchtig, so ein Quatsch. Sieht hier irgendjemand einen Alkoholsüchtigen? Ich sehe keinen. Und selbst wenn, dann hat die Gesellschaft uns produziert. Wir brauchen Jobs für alle. Wenn wir keine Jobs für alle brauchen, dann brauchen wir wenigstens eine starke Bewegung gegen diese Anti-Hartz IV-Verschlimmbesserungen. Wir brauchen eine Bewegung für gute Arbeit und wir brauchen eine Bewegung für das bedingungslose Grundeinkommen. Danke. Und fangen Sie an zu kämpfen und werden Sie um Himmels Willen nicht depressiv. Das haben Sie am wenigsten verdient. Ich danke Ihnen. Könnt ihr euch vorstellen, wo Erwerbslose liegen? Bei 70%. Da ist Deutschland Spitzenreiter in Europa. Teilweise erreichen die staatlichen Transfers gar nicht die Menschen. Also es gibt einfach zu viele Leute, die entweder nicht wissen oder aus Scham nicht zum Amt gehen und ihre Leistungen dort abholen, damit sie überhaupt in die Nähe eines menschenwürdigen Existenzminimums kommen. Und das sind dann die Leute, die womöglich nach dem neuesten Regelbedarfsbestimmungsgesetz in die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe als Menschen einwirken,
die, obwohl sie gar nicht wirklich zu der 15% untersten Einkommensgruppe gehören, weil sie eigentlich staatliche Transfers beziehen müssten, trotzdem mitgerechnet werden und somit den ganzen Regelbedarf auch noch runterziehen. Auf diese Art und Weise ist kein Sozialstaat zu machen, wie es das Grundgesetz vorsieht. Wenn jetzt die Rechtsvereinfachungen im SGB II Wirklichkeit werden, zum 1. April 2015, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dann wird die Situation der Armen natürlich noch schwieriger. Denn die Rechtsvereinfachungen, so wie sie uns verkauft werden, sind ja in Wirklichkeit Bürokratievereinfachungen, Durchgriffsvereinfachungen, Schikanierungsvereinfachungen für die Behörden. Besonders krass finde ich, dass die Sanktionen als Entschärfung in den Medien verkauft werden. Nahles will die Sanktionen entschärfen. Hurra, die Sanktionen werden entschärft. Ja, Pustekuchen, was wird denn gemacht? Die Totalsanktionen für Menschen zwischen 18 und 25, die, also erwachsene Menschen, die wie Kinder behandelt werden, die könnten tatsächlich wegfallen. Aber dafür sollen die Meldeversäumnisse, die mit 72% den Löwenanteil der Sanktionen ausmachen, von 10 auf 30% draufgesetzt werden. Ich glaube, es hackt. Was soll denn unter diesen Umständen besser werden? Was soll denn das in der Rechtsvereinfachung darstellen? Wie kommt man leichter zu seinem Recht? Das ist doch unser Interesse. Wenn demnächst in der Eurozone durch diese ganzen Regelungen bezüglich von Erwerbslosen, dass wir unter eine Ausnahmeregelung beim gesetzlichen Mindestlohn fallen, wenn die Situation in Europa insgesamt so weitergeht, wenn die europäischen Länder, insbesondere im Süden in der Eurozone, als Kunden für deutsche Exportprodukte ausfallen, dann geht die ganze Wirtschaft in die Grätsche. Da können wir uns ja auf was einstellen. Was wir brauchen, ist eine starke Bewegung, die klar macht, dass Hartz IV nicht einfach irgendwelche Betroffene runterzieht und das womöglich noch zu Recht, weil faul und alkoholsüchtig, so ein Quatsch. Sieht hier irgendjemand einen Alkoholsüchtigen? Ich sehe keinen. Und selbst wenn, dann hat die Gesellschaft uns produziert. Wir brauchen Jobs für alle. Wenn wir keine Jobs für alle brauchen, dann brauchen wir wenigstens eine starke Bewegung gegen diese Anti-Hartz IV-Verschlimmbesserungen. Wir brauchen eine Bewegung für gute Arbeit und wir brauchen eine Bewegung für das bedingungslose Grundeinkommen. Danke. Die sogenannte soziale Kälte. Ich begrüße euch alle hier zu unserer Kundgebung heute am 26.11. in Mainz. Wir haben uns hier heute versammelt, um gegen die geplanten Rechtsvereinfachungen im Sozialgesetzbuch 2 zu protestieren. Diese Rechtsvereinfachungen bedeuten für die Erwerbslosen weitere erhebliche Verschlechterungen. Das geht aus dem Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die von der heute hier in Mainz finden tagenden Arbeits- und Sozialministerkonferenz eingesetzt wurde, hervor. Es muss zugegeben werden, dieser Bericht enthält Vereinfachungen und Verschärfungen. Wir werden zum Schluss darauf eingehen. Kritisiert werden muss auch die geheime Vorbereitung, die nicht nur Gewerkschaften, Wissenschaft, Kirchen, Wohlfahrtsverbände und Erwerbslosengruppen ausgeschlossen hat, sondern auch die Öffentlichkeit von einer offenen Berichterstattung ausschließt. Und das, obwohl bereits zum 1. April 2015 das neue Sozialgesetzbuch II in Kraft treten soll. Zum Hintergrund der geplanten Rechtsverschärfungen sind nämlich keine Vereinfachungen. Über 2 Millionen Erwerbslose sind 4 Jahre oder länger auf Hartz IV angewiesen. Besonders schlechte Karten haben Frauen und ältere Erwerbslose. Und diese älteren Erwerbslosen sollen sich mit dem 63. Geburtstag verrenten lassen. So will es das Gesetz. Diese Zwangsverrentung bringt für den Rest des Lebens hohe Abschläge mit sich. Mit der Rente ab 67 steigen die Einbußen auf bis zu 14,4%. Das ist ein einziges Rentenkürzungsprogramm und vorprogrammierte Altersarmut. Überhaupt Armut. Im
15,2% ist die Armutsquote nach den letzten verfügbaren Zahlen auf ein neuerliches trauriges Rekordhoch gestiegen. In Rheinland-Pfalz beträgt sie gar 15,4%. Armut. Das hat eine in der Bundesrepublik bisher einzigartige Langzeitstudie der Arbeiterwohlfahrt bewiesen, ist der größte Risikofaktor für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Nach Berechnung des Deutschen Kinderhilfswerks sind derzeit rund 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland von Armut betroffen. Die Armutsgefährdungsquote rheinland-pfälzischer Kinder liegt mit 18,4% sogar über den Landesdurchschnitt der westdeutschen Länder. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass über 117.000 Kinder in Rheinland-Pfalz armutsgefährdet sind. Das ist ein Skandal. Jawohl. Kinderarmut ist dabei immer auch die Armut der Eltern, die meist mit Erwerbslosigkeit oder prekärer Beschäftigung verbunden ist. So wird für diese Menschen der hier eröffnete Weihnachtsmarkt auch dieses Jahr wieder geschlossen bleiben. Die arbeits- und sozialrechtlichen Dauerarbeitsverhältnisse sind in den letzten Jahren nach einer Untersuchung der Hans-Zückler-Stiftung auf unter 50% zurückgegangen. Das hochgelobte Jobwunder in Deutschland besteht aus Teilzeitarbeit, prekärer Beschäftigung und Niedriglohnsektoren. Die Arbeit wurde nur umverteilt und billiger gemacht und die Anzahl der Menschen, die ergänzend Arbeitslosengeld II beziehen müssen, steigt beständig. Aber was ist mit dem ohnehin zu niedrigen Mindestlohn und löchrigen Mindestlohn von 8,50 Euro ab 2015? Gilt für Erwerbslose in den ersten 6 Monaten nicht. Und weiter. So schreibt die Süddeutsche Zeitung vom 4. November. Das neue Geschäftsmodell klingt perfide. Strategien zur Umgehung des Mindestlohngesetzes 2015 lautet die Überschrift eines Textes, den eine Rechtsanwaltskanzlei auf ihre Homepage gestellt hat. Dann kommen Tricks, wie der Mindestlohn völlig legal umgangen werden kann. Das Arbeitslosengeld II liegt mit weniger als 400 Euro Regelsatz plus Kosten der Unterkunft pro Monat für einen Erwachsenen deutlich unterhalb der Armutsgrenze. Armut wird hier bewusst in Kauf genommen. Mit der finanziellen Verarmung verbindet sich meistens soziale Isolierung. Der Regelbedarf ist gekürzt auf ein Niveau, das gerade so zum Überleben ausreicht, Erwerbslose aber aus dem gesellschaftlichen Leben ausgrenzt. Die Philosophie, die dahinter steckt, ist so einfach wie falsch zugleich. Es wird den Erwerbslosen suggeriert, sie seien selbst schuld an ihrer Misere. Sie macht aus Erwerbslosen und Aufstockerinnen Bittsteller, von denen Demut, Bescheidenheit und der Verzicht auf ein Leben in Würde verlangt wird. Im zweiten Quartal 2014 gab es laut Bundesagentur für Arbeit 1,06 Millionen offene Stellen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Demgegenüber standen 2,89 Millionen registrierte Erwerbslose, wohlgemerkt registrierte. Zahl der laut Bundesagentur unterbeschäftigten Menschen, die auch Erwerbslose umfasst, die in Maßnahmen oder krank sind, lag im Juni 2014 bei 3,66 Millionen Menschen. Auf eine offene Stelle kommen also deutlich mehr als 3 Erwerbslose. Das heißt, es fehlen also bundesweit mindestens 2 Millionen Arbeitsplätze. Jobwunder Deutschland. Kein Problem für Andrea Nahles. Das Zauberwort heißt Passiv-Aktiv-Transfer. Das heißt, Erwerbslose sollen zukünftig für die Transferleistung arbeiten. Auch die 1-Euro-Jobs wird die emsige Ministerin ausweiten. Zwar stößt der Passiv-Aktiv-Transfer bei der Bundesregierung zurzeit noch auf Widerstand. Das war aber auch vor einigen Jahren der Fall, als der Vorschlag von CSU-Klose kam, die 0-Euro-Jobs einzuführen. Und nun kommen sie in Hamburg als Pilotprojekt.
Wir haben zwei Beispiele aus den sogenannten Rechtsvereinfachungen. Zum einen sollen Leistungsberechtigte zukünftig doppelt und noch härter bestraft werden. Wer heute seine Pflichten verletzt, bekommt bereits zum ersten Mal den Regelsatz um 30% gekürzt. Zukünftig soll eine zweite Kürzung um ebenfalls 20% noch drauf erfolgen. Denn Leistungsberechtigte sollen verpflichtet werden, die erhaltenen Leistungen zurückzuerstatten. Dies soll Personen betreffen, die sich vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht genug angeblich bemüht hätten, ihren Leistungsbezug zu beenden oder zu verringern. Da die Rückzahlungspflicht sofort beginnt, behalten die Jobcenter 30% vom Regelsatz im Monat an laufenden Leistungen für die Tilgen, die dann zum Leben fehlen, ein. Derzeit gilt die Rückzahlungspflicht nur für Personen, die ihre Hilfebedürftigkeit schuldhaft herbeigeführt haben, also bei einem Fehlverhalten aus der Vergangenheit, das den ALG-2-Bezug ausgelöst hat. Auch wir haben einen Vorschlag. Statt die Strafen zu verschärfen, ist das Gegenteil notwendig. Die Regelungen zu einer zumutbaren Arbeit müssen deutlich entschärft werden. Jawohl. Jawohl. Auch deshalb, um die Ausweitung des Niedriglohnsektors endlich zu stoppen. Denn Hartz IV ist das Schmier- und Druckmittel, Menschen in sehr niedrig entlohnte Arbeit zu zwingen. Bis zu einer Neuregelung müssen die Sanktionen zumindest ausgesetzt werden. Denn es geht um das Existenzminimum. Nun will man die Sanktionen bei harmlosen Meldeversäumnissen von bisher 10% sogar noch auf deutliche 30% erhöhen. Diese kommen am häufigsten vor. Doch niemand fragt nach den Gründen, warum es dazu kommt. Terminüberschneidung mit der Arbeit, fehlende Kita-Plätze für Alleinerziehende oder plötzliche Erkrankungen gelten nicht als Grund, um einen Termin verschieben zu können. Das wissen die wenigsten. Und die Öffnungszeiten des Jobcenters werden immer weiter verkürzt. Hier in Mainz hat das Jobcenter nur noch bis 12 Uhr auf. Bei wichtigen Fragen landet man in der Jobcenter-Hotline, weil es oft keine Durchwahl zum Sachbearbeiter gibt. Das nennen wir Kundenservice. Wir haben einen Vorschlag, um Sanktionen einfach zu vermeiden. Wir fordern eine gegenseitige Terminabsprache auf selber Augenhöhe. Zweites Beispiel. Zukünftig sollen die Kommunen die Obergrenzen für angemessene Wohnkosten bezogen auf die Gesamtsumme aus Miete und Heizung festlegen dürfen. Bisher waren die Miete und die Heizkosten separat zu prüfen. Mit der Änderung drohen massive Nachteile. So empfiehlt der heutige Rechtsanspruch auf eine einzelfallbezogene Prüfung. Danach müssen heute auch unangemessen hohe Heizkosten erstattet werden, etwa wenn dies auf eine schlechte Wärmedämmung beruht. Diese Änderung wäre auch ein Schritt dahin, für die Wohnkosten nur noch eine Pauschale zu zahlen. Dann besteht die große Gefahr, dass die Pauschale die tatsächlichen notwendigen Kosten nicht abdeckt und somit auch das Existenzminimum nicht gedeckt ist. Dazu darf es auf keinen Fall kommen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Vorschläge, die die Bund-Länder-AG der ASMK entwickelt hat, liegen nun auf der Bundesebene. Wenn auch positive Vorschläge zu finden sind, wie etwa die Verlängerung des Regelbewilligungszeitraumes, so wird doch die Not ohne Not vergrößert und die ohne Not weggelassen werden könnte. Das Gesetz soll zum 1. April nächstes Jahr in Kraft treten. Der Referentenentwurf wird für Januar erwartet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, entscheidend wird nun sein, ob es gelingt, genügend Druck auf die Politik auszuüben, um das Schlimmste zu verhindern.
Wir brauchen keine verordnete Einkommensarmut, keine Stigmatisierung und Ausgrenzung aus dem sozialen, gesellschaftlichen und politischen Leben. Und von Arbeit muss man leben können. Jawohl. Und ohne Arbeit auch. Jawohl. Jawohl. Massiv verschlechtern. Da auch künftig mit einer Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse zu rechnen ist, würden diese Verschärfungen dazu beitragen, dass immer mehr Leistungsbezieherinnen dauerhaft an der Peripherie unserer Gesellschaft leben müssten, mit unabsehbaren Folgen für unsere Demokratie. Die bereits eingeleitete Spaltung unserer Gesellschaft in Arm und Reich, in Arbeitsplatzinhaber und Arbeitsplatzsuchende würde dadurch nur vorangetrieben. Wir erinnern, von der Einführung der Hartz-IV-Gesetze vor 10 Jahren hatte man sich versprochen, zum einen eine einfache Vermittlung der Arbeitsplätze durch qualifizierte Fallmanager bei geringen Betreuungsschlüsseln. Herausgekommen ist, die Jobcenter-Mitarbeiterinnen sind überfordert und können die in die sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen, denn sie haben kaum zumutbare Stellen anzubieten. Sie vermitteln, wenn überhaupt, durchweg in schlecht bezahlte Jobs im Niedriglohnsektor, wie zum Beispiel 1-Euro-Jobs, Minijobs, Zeitarbeit, Leiharbeit, Vollzeitjobs, die so schlecht bezahlt werden, dass der zum Leben nicht ausreichende Lohn mit Steuergeldern aufgestockt werden muss. Der Grundsatz lautete fördern und fordern. Herausgekommen ist eine Überforderung der Betroffenen ohne adäquate Förderung. Die Jobcenter haben immer weniger Mittel für sinnvolle Qualifizierungsmaßnahmen zur beruflichen Förderung zur Verfügung. Stattdessen werden die Betroffenen per sanktionsbewährter Eingliederungsvereinbarung in kurze, nutzlose Integrationsmaßnahmen gedrängt. Von Sanktionen durch die Nötigung, jede noch so gering qualifizierte und schlecht bezahlte Arbeit annehmen zu müssen. Durch diese Dequalifizierung werden Berufsbiografien entwertet. Auch das Mittel der Zwangsverrentung widerspricht dem von der Regierung und der EU propagierten Ziel, die Beschäftigung von älteren Arbeitnehmerinnen zu fördern. Viele Leistungsbezieherinnen hätten gute Chancen auf einen qualifizierten Arbeitsplatz, wenn sie entsprechend gefördert würden, um den propagierten Fachkräftemangel zu beheben. Als zweites gab es das durch die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe sollten alle, auch Sozialhilfebezieherinnen in den Arbeitsmarkt integriert werden, um deren Stigmatisierung und Ausgrenzung entgegenzuwirken. Herausgekommen ist eine Ausgrenzung letztlich aller Leistungsbezieherinnen beim Jobcenter unter dem Stigma Hartz IV, gleichgültig, ob sie in ihrem Arbeitsleben Qualifikationen erworben haben und teils jahrzehntelange Berufstätigkeit hinter sich haben und ohne ihnen eine Perspektive auf Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt geben zu können. Drittens wurde uns versprochen, eine Arbeitsmarktreform durch passgenaue Vermittlung offener Stellen an Langzeiterwerbslose. Die Zahl der Arbeitssuchenden steigt, während die Zahl der offenen Stellen sinkt, auch wenn die bereinigte Statistik der Bundesanstalt für Arbeit uns gerne etwas anderes glauben lassen möchte.
Hier hilft ein genauer Blick auf die dort angegebenen Zahlen. Was darüber hinaus rapide steigt, ist die Zahl der Stellen, die nicht mit der gewerkschaftlichen Forderung nach guter Arbeit zu vereinbaren sind. Untragbar ist der Zustand, dass Menschen in Vollzeitbeschäftigung am Ende des Monats zum Jobcenter gehen müssen, um ihren nicht existenzsichernden Lohn aufzustocken. Hier gilt es, seitens der Politik zu handeln. Anstatt Arbeitssuchenden, Leistungsbezieherinnen durch Kontrolle, Entmündigung und Repression zur Übernahme jeder Arbeit zu zwingen und sie zu einem Dasein am Existenzminimum zu nötigen, wir fordern die aktive Vermittlung entsprechend den individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten der Arbeitssuchenden. Arbeitslosigkeit ist kein individuelles Problem, sondern ein volkswirtschaftliches. Mit den im nächsten Jahr geplanten Rechtsvereinfachungen im Sozialgesetzbuch II werden diese untragbaren Zustände nicht nur zementiert, sondern weiter verschlechtert und verschärft. Daher muss Hartz IV schnellstens durch eine verbesserte gesetzliche Regelung ersetzt werden. Liebe Leute, als nächstes spricht Burkhard Tombup aus Ludwigshafen, ehemaliger Jobcenter-Mitarbeiter, der uns hier unterstützt. Dankeschön. Bin ich so groß? Mein Name ist, wie gesagt, Burkhard Tombup und ich habe die Ehre, hier und heute auch ein paar Worte sagen zu dürfen. Dafür bedanke ich mich. Ich möchte mich auch gern noch ein bisschen näher vorstellen, aber ich möchte ein persönliches Fazit nochmal vorwegnehmen. Es steht auch auf meinem T-Shirt. Das System Hartz IV bzw. Arbeitslosengeld II ist auf eine traurige und ethisch sehr bedenkliche Weise gescheitert. Es ist gescheitert, es war von Anfang an mit ethischen Mängeln und Denkfehlern behaftet und es wurde im Laufe der Jahre immer weiter und mit Wucht vor die Wand gefahren, zum Schaden von uns allen. Und daran wird nun auch ein Gemischtwarenladen an sogenannten Rechtsvereinfachungen nichts ändern. Leider. Ich sage dies nicht als selbstbetroffener Hartz-IV-Empfänger oder aus der Theorie heraus. Auch ich war zwar in jungen Jahren mehrmals arbeitslos,
stehe aber mittlerweile eigentlich seit mehr als 2 Jahrzehnten wieder in Not. Und da von etwa 7 Jahre lang als zwar engagierter, aber kritischer Fallmanager in einem Jobcenter. Dies war bis Danach liebte man mich zu vertreiben und hinauszufassen. Und da ich nach 16 Monaten verhandelt und von Sorry, ich kannte die Anlage noch nicht. Ich mache den letzten Absatz nochmal. Also ich war bis Ende 2011 war ich Fallmanager und danach beliebte man mich dann zu vertreiben und hinauszufossen. Und da ich nach 16 Monaten Krebsbehandlung vornehme, nicht mehr die Kraft und den Mut etwa einer Inge Hannemann besaß, gelang dies leider auch ohne größeres Aufsehen. Der sogenannten Rechtsvereinbarungen löst, wie schon gesagt, keines der Grundprobleme, die mit Hartz IV verbunden sind. Allerdings sie völlig pauschal als eine einzige Verschärfung abzutun, würde der Sache auch nicht gerecht und würde noch mangelnde Sorgfalt zeigen. Ich brauche hier das Rad nicht neu zu erfinden. Schon Inge Hannemann hat vor einigen Wochen sehr kurz und knapp, aber eben auch sehr gut zusammengefasst, was da auf uns zukommt. Aus den 6 Monaten Regellaufzeit der Bewilligung werden 12. Ausnahmen bestätigen die Regel und können im Ausnahmefall verkürzt werden. Die Variable einer größeren einmaligen Einnahme und des schnelleren Verbrauchs unterhalb von 6 Monaten werden mit Darlehen aufgestockt.
Geldkürzungen bei Verstoß gegen die Vereinbarung zwischen Jobcenter und dem Arbeitslosengeld II Beziehenden erfahren den größten monumentalen Umbruch. Die unter 25-Jährigen erfahren eine Anpassung an die über 25-Jährigen, indem die Geldkürzungen gleichgesetzt werden. Um beim Einheitlichen zu bleiben, es gibt nun einen identischen Kürzungsbetrag, unabhängig davon, ob eine erste oder wiederholte Pflichtverletzung vorliegt. Und die Rechte können nun in jedem Fall schriftlich nachgelesen werden. Und das Dach über dem Kopf bleibt erhalten, da keine Kürzungen vorgesehen sind. Soweit Inge Hannemann, ich muss gerade mal Schub trinken, sorry, wegen meinen Operationen. So, vielen Dank nochmal, Kollege. Eine andere Zusammenfassung hat die Landtagsabgeordnete in Thüringen, die Ina Leukefeld von der Linken, gemacht. Sie drückt so aus. Die Verlängerung des Regelbewilligungszeitraums, die Abschaffung des Sondersanktionsrechts für unter 25-Jährige und einige andere gute Details dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die geplanten Änderungen, das Sanktionsregime und Sonderrecht im SGB II zementieren. Der Vorschlag, künftig 50 bis 100 Euro pro vermeintlichem Vergehen zu kürzen, gefährdet in vielen Fällen bewusst das Existenzminimum, wie auch das zuständige Bundesministerium einräumt. Soweit Ina Leukefeld. Jetzt habe ich etwas andere Informationen als meine Vorredner. Also nach meiner Information ist es noch unklar, wie es in der Praxis aussehen wird mit dem festen Betrag bei Verstößen hinsichtlich der Meldeversäumnisse. Ich schätze die Lage so ein und habe es auch so gelesen, dass man es nicht wagen wird, diesen ebenfalls bei 100 Euro oder 30% anzusiedeln. Das wäre eine ganz gravierende Verschärfung. Dennoch behält Ina Leukefeld mit ihren Äußerungen natürlich recht. Und dennoch wären zwar 100 Euro bei anderen Vergehen eine kleine Ermäßigung, aber die 50 Euro wären noch immer eine klare Verschärfung gegenüber den 10%. Zu den Meldeversäumnissen möchte ich aus eigener Erfahrung auch noch einiges beisteuern. Dazu lässt sich vieles sagen. Manch ein routinierter Besserverdiener und fast alle Politiker verstehen offensichtlich gar nicht, wie denn so etwas überhaupt ein Problem sein kann. Diese Arbeitslosen, so denken sie, die haben doch den ganzen Tag ohnehin nichts zu tun. Da werden die noch ab und zu mal einen Termin einhalten können. Und dann vielleicht noch, wer das nicht schafft, na, Dummheit gehört doch bestraft. Und vielleicht machen die ja Schwarzarbeit. Und dann ja erst recht immer drauf damit. Oh, welch ahnungslose Engel, kann ich da nur sagen. Obwohl Engel, nun ja. Die Liste der im wirklich wahren Leben möglichen Gründe ist sehr lang. Daher hier im Telegrammstil nur einige der Ursachen. Das Einladungsschreiben kommt nicht an. Es ging verloren oder wurde nicht zugestellt
oder auch aus dem Briefkasten entwendet. Das ist in schwierigen Wohngegenden gar nicht einmal so selten. Der Empfänger ist der deutschen Sprache vielleicht noch nicht ausreichend mächtig oder kann nicht wirklich lesen und das andere Deutsch verstehen. Der Eingeladene ist depressiv oder leidet an einer ähnlichen Krankheit, zum Beispiel Angsterkrankungen. Der Empfänger ist hoffnungslos. Er weiß anhand vieler Termine vorher, dass auch das nächste Gespräch garantiert nicht wirklich etwas Positives erbringen wird und verwummelt den Termin irgendwie. Akute Krankheiten oder plötzliche soziale Konflikte können dazwischen kommen. Oder die Einladung erfolgt gegen Ende des Monats und es ist schlicht kein Fahrgeld mehr vorhanden. An die 10 Euro hin und zurück, das kann durchaus ein echtes Problem werden. Einige andere Gründe können hinzukommen. Meine ganz persönliche Erfahrung ist, dass sehr viele Einladungen in der Tat reine Pflichtübungen sind und lediglich und ausschließlich der besseren Statistik dienen. Ich verstehe sehr wohl, dass jemand da nicht motiviert ist, unter Androhung von Zwangsmaßnahmen zu einem sinnlosen Gespräch herbeibefohlen zu werden. Ich verstehe das. Dies aber ist ein Verständnis, das Besserngestellte und Entscheidungsträger anscheinend vollkommen erkannt gekommen ist. Leider, ich möchte diese Herrschaften zu gern einmal selbst in dieser Lage sehen. Sanktionen in diesem Bereich sind schlicht entwürdigende Erziehungsmaßnahmen, die einem humanen Sozialstaat absolut nicht zustehen. Eine persönliche Beobachtung kann ich hier noch anfügen, die übrigens auch erklärt, warum es denn bei den Terminversäumnissen so eine enorm steigende Tendenz gab. Die gab es meiner Meinung nach nämlich eben nicht. Man glaubt es manchmal nicht, aber es gibt doch immer einige verständige und humane Vollmanagerinnen in den Jobcentern, die nach Ursachen fragen und versuchen, zweite Chancen zu geben. Andererseits nehmen aber Umfang und Intensität des EDV-gestützten Controllings in den Jobcentern mehr und mehr zu. Zwischen Anfang 2010 und Ende 2011 wurde, so mein ganz klarer Eindruck, dieses Controlling im Bereich Vorsprache und Kontrolle der Vorsprache schier zur Perfektion betrieben. Die Vermittler und Vollmanager werden hier nun deutlich engmaschiger selbst kontrolliert. Ein weiteres Stück Menschlichkeit und individueller Betrachtung ging damit den Bach hinunter. Zum Schaden der Kundinnen und Kunden, zum Schaden der Menschen. Das Arbeitslosengeld II, Hartz IV, geht uns alle an. Und es schadet uns allen. Es schadet uns allen. Ich wiederhole, Hartz IV schadet allen Bürgerinnen und Bürgern. Ich schlüssle das mal ein wenig auf. Vielleicht haben die Passanten hier auch einen Moment Zeit. Jetzt sind sie auch mit dran. Es schadet einmal den verächtlich Herzlern genannten Menschen, die als erziehungsbedürftig, als renitent und als arbeitsunwillig verunglimpft werden und die stets unter dem Damoklesschwert einer empfindlichen, missbedrohlichen Kürzung ihres Existenzminimums stehen. Welch ein Hohn,
Wie kann man denn ein Minimum eigentlich noch kürzen? Aber es geht weiter. Es schadet den Rentnerinnen, die anhand von Hartz-IV-Bezug oder erzwungenem Niedriglohn keine ausreichende Rente mehr bekommen. Es schadet den Niedriglöhnern, die aus Angst, auch abzurutschen, schlechte Arbeitsbedingungen und einen miesen Lohn akzeptieren und die noch aufgehetzt werden gegen die angeblich faulen und unwilligen Hartz-IV-Empfängerinnen. Und es schadet in mehrfacher Hinsicht auch der Mittelschicht. Auch diese wird in Angst gehalten und aufgehetzt. Denn fast jeden Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin können nur 12 Monate vom Jobcenter von Hartz IV. Und es schadet den besser und gut verdienenden noch auf andere Weise. Dies wird oft vergessen. Auch die Steuergelder der Mittelschicht werden durch sinnlose, angebliche Qualifizierungsmaßnahmen, durch Lohngeschenke an Firmen, durch eine unsinnige und unlogischen Kontroll- und Sanktionsapparat und durch überbordende Bürokratie mit grotesk ausgeweiteten EDV-Dokumentationspflichten und entsprechendem Controlling geschädigt. Diese Steuergelder werden in weiten Teilen verpulvert, verbraten, verschenkt. Und das ist meine ganz klare persönliche Erfahrung. Ich möchte noch was zum Menschenbild sagen, das dahinter steht. Dahinter steht ein Menschenbild, das den Menschen als ein Objekt wahrnimmt, als ein Mechanismus, der stets perfekt und berechenbar zu funktionieren hat. Und zwar streng der als allgemeingültig gesetzten Logik der Gesetzgeber und der Jobcenter. Das sogenannte Matching, die Aushändigung möglichst vieler Vermittlungsvorschläge und die Abstrafung, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie es gefälligst zu laufen hat. Das musste zum Erfolg führen. Ich bin tatsächlich überzeugt, dass etliche der SGB-II-Theoretiker und hochrangigen Entscheidungsträger im Hartz-IV-Regime ganz ehrlich überrascht sind, warum das denn in der Praxis eigentlich nicht funktioniert. Und hier kommt auch ein ganz bemerkenswerter Grad an Realitätsverdrängung zum Tragen, dass für jeden freien Arbeitsplatz 3, 4, 5 und mehr arbeitswillige Menschen zur Verfügung stehen. Dies wird vergessen, verdrängt, de facto geleugnet. Stattdessen wird der einzelne Erwerbslose haftbar gemacht. Ihm wird die Schuld gegeben, dass er wegen seiner mangelnden Mitwirkung noch immer keine Arbeitsstelle gefunden hat. Hartz IV schadet uns allen, haben wir festgestellt. Die Grundlage des Hartz IV, des Arbeitslosengeld II, ist das Sozialgesetzbuch Nummer 2, SGB II. Es gehört endlich dahin, wo es schon lange hingehört, auf den Müllhaufen der Geschichte. Auf unserem Erdball, auf unserem Planeten existieren etwa 180 Länder bzw. Staaten. Seit langer Zeit behauptet in den Statistiken,
in den Statistiken, die sich auf Wohlstand Deutschland veröffentlichen Statistiken, die sich auf Wohlstand und materiellen Gütern beziehen, einen hohen 5. Platz. Wir sind in der Spitzengruppe der Wohlhabenden. Unsere Politiker und Unternehmer leisten sich in sehr vielen Bereichen einen schier gigantischen Luxus und mindestens eine genauso gigantische Verschwendung. Doch etwas, das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, das leisten wir sich und uns nicht. Eine Grundsicherung, die das Überleben und die Teilhabe an der Gemeinschaft wirklich und unantastbar absichern. Das ist schändlich, das ist nicht human und die sollten wir alle nicht länger hinnehmen. Für Solidarität und für die sofortige Abschaffung aller Sanktionen. Danke. Ja, liebe Betroffene, was wichtig ist, ist nicht, dass jetzt so wenig Mainzer hier sind. Im Prinzip rennen hier bei uns ja offene Türen ein. Was wichtig ist im modernen Zeitalter, wir haben ganz viele Möglichkeiten aufzunehmen. Und ich habe nahezu alles an Reden hier aufgenommen bzw. aufnehmen lassen. Das kommt ins Internet. Ich habe aber doch etwas anzumerken, wenn ich auch die Erlaubnis bekommen. Der Hohn ist eigentlich, und das wissen die wenigsten Leute, die aktuellen Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit für letzten Monat, für diesen Monat liegen sie noch nicht vor. Offiziell gemeldete Arbeitslose 2,733 Millionen. Unterbeschäftigte, das sind die Prekären, die Aufstocker, 3,636 Millionen. Gemeldete Stellenangebote 517.000, das muss man sich mal reinziehen. Nicht mal 5% haben eine theoretische Möglichkeit, eine Arbeitsstelle zu finden. Und der Härtefall ist, der Chef dieser Bundesanstalt für Arbeit namens Weise ist ein mehrfacher Millionär mit 270.000 Jahressalär, ist wenig für einen Millionär, kann man wirklich anerkennen, dass er sich diese Mühe macht. Der spricht davon, dass wir bald Vollbeschäftigung haben. Ja, ich frage mich, hat der sie noch alle? Der ist doch nicht ganz bei Trost. Wie können wir hier Vollbeschäftigung haben? Und wir wissen alle, dass das hier noch sehr viel Dunkelziffern hat. Das heißt, die Arbeitslosen sind wahrscheinlich um die Hälfte leer. Allerdings müssen wir fairerweise zugeben, vielleicht auch die offenen Stellen. Aber was mir vorhin genannt wurde, ganz klar von meinem Vorredner, auf einen Arbeitsplatz kommen 3 bis 5 Arbeitslose. Das wollte ich sagen. Vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Mainzer. Ich darf mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Gernot Reiben. Ich darf heute sprechen und bedanke mich auch recht herzlich dafür, für die Piratenpartei. Das wird Sie etwas verwundern. Ich bin 2012 Mitglied dieser Partei geworden und bin sehr aktiv bei den Sozialpiraten und bin Koordinator der Arbeitsgemeinschaft Bedingungsloses Grundeinkommen. Das nur mal zu meiner Person. Liebe Mitbürger, vor 25 Jahren sind zigtausende Menschen auf die Straße gegangen in Deutschland, um für ihre Grundrechte, für ihre Freiheit, für ein besseres und gerechteres Leben zu kämpfen. Mit ihrem Ruf: Wir sind das Volk, haben sie ihrem Staat unmissverständlich und mit aller Deutlichkeit die rote Karte gezeigt. Vergangene Woche wurde in allen Medien, auf diversen Veranstaltungen
auf politischer Bühne und mit unzähligen Reden an diese friedliche Revolution in Deutschland gedacht. Wir alle haben diese Bilder noch in uns. Aber auch heute, 25 Jahre später, gehen wieder tausende Menschen in Deutschland auf die Straße, um ihren Staat, ihren Politikern und Volksvertretern ihren Unmut, ihren Protest, ihre Verärgerung, ihren Groll auf eine verkorkste Politik zu demonstrieren, die nur noch einseitig und allein wirtschaftliche Interessen vertritt. Genau das, meine Damen und Herren, führt dazu, dass es in Deutschland eine schleichende, fortwährende Entdemokratisierung und Entsolidarisierung unserer Gesellschaft stattfindet. Liebe Mitbürger und Mitbürger, im sozialen Bereich breitet sich diese Entdemokratisierung und Entsolidarisierung unserer Gesellschaft am deutlichsten aus. Seit 15 Jahren hat es in Deutschland für den Otto-Normalbürger keine reellen Lohnzuwächse mehr gegeben. Deutschland ist mittlerweile ein Lohndumpingland in Europa geworden. Ausbeutung Erwerbstätiger findet nicht mehr allein in den Entwicklungsländern und in der dritten Welt statt. Ausbeutung zur Förderung des Wirtschaftswachstums, zur Gewinnmaximierung, zur Steigerung des Profits und der Dividenden hat in den letzten Jahren zu einem Kahlschlag sozialer Leistungen und zu einem massiven Sozialabbau auch in Deutschland geführt. Zeit- und Werksverträge sowie Leiharbeit dienen einzig und allein der Wirtschaft. Angeblich sollen sie Deutschland für den globalen Markt wettbewerbsfähig machen. In Wirklichkeit stellen diese Arbeitsverträge eine versteckte Subvention von Wirtschaftsunternehmen dar, die durch Steuergelder und durch uns Allgemeinheit finanziert werden. Wie weit diese soziale Schieflage in unserem Land vorangeschritten ist, macht sich der unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer eingeführten Hartz-IV-Gesetzgebung am allerdeutlichsten bemerkbar. Diese von einer CDU-CSU-FDP-Regierung und der derzeitigen Großen Koalition fortgeführten Gesetzgebung hat zu einer tiefen Aufspaltung unserer Gesellschaft und zu einer Entrechtung und Verarmung ganzer Gesellschaftsgruppen geführt. Betroffen sind nicht nur Menschen, die keine Arbeit mehr finden. Von Armut betroffen ist mittlerweile jedes sechste Kind in Deutschland. Von Armut betroffen sind unsere älteren Mitmenschen, die von ihrer Rente allein nicht mehr leben können. Von Armut betroffen sind Alleinerziehende. Betroffen sind Jugendliche, die keine festen Anstellungen mehr finden und sich von einem Praktikum zum nächsten durchdringeln müssen. Betroffen sind mittlerweile Akademiker und Mitarbeiter von Hochschulen und Universitäten, die von ihrem Staat, von ihrem Arbeitgeber nur noch zeitlich begrenzte Arbeitsverträge bekommen. Betroffen sind Lehrer und Ausbilder, die nur noch während der Dauer eines Schuljahres bezahlt werden und in den Schulferien sich arbeitslos melden. Betroffen von Armut sind immer mehr Menschen, die noch vor einigen Jahren zum Mittelstand gehört haben. Gerade Mitbürger, die von Hartz IV leben, spüren alltäglich massive Einschnitte in ihren Freiräumen und in ihren Grundrechten. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes abgestempelte Menschen zweiter Klasse. Sie werden aus unserer Gesellschaft ausgemustert
ausgesondert und schlichtweg auf ein gesellschaftliches, kulturelles Abstellgleis geschoben. Eine Sackgasse, aus der es kein Entkommen mehr gibt. Einmal Hartz IV, immer Hartz IV. Grundlegende Grundrechte wie Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, Unverletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf Information sind ihnen beschnitten. Am 5. September 2005 trat in Deutschland das Informationsfreiheitsgesetz in Kraft. Das Gesetz gewährt jeder Person einen voraussetzungslosen Rechtsanspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen von Bundesbehörden. Dieses Recht auf Zugang direkter Informationen, wie zum Beispiel die Durchwahl seines Sachbearbeiters im Jobcenter, gilt offensichtlich nicht für Hartz IV-Empfänger. Wer Mitarbeiter im Jobcenter erreichen will, muss in aller Regel eine zentrale Rufnummer anwählen. Schon Anfang dieses Jahres hat die Piratenpartei Deutschland die direkten Durchwahlnummern der Sachbearbeiter von mehr als 130 Jobcentern veröffentlicht. Die Bundesagentur für Arbeit war empört. Viele Sprecher von Jobcentern verärgert. Bis hin zur Verletzung von Datenschutzrechten der Mitarbeiter reichte der Vorwurf. Und nach wie vor verweigern zahlreiche Jobcentern die Telefonlisten ihrer Mitarbeiter zu veröffentlichen. Was bei anderen Behörden möglich und allgemeine Praxis ist, gilt offensichtlich nicht für die Bundesagentur für Arbeit. Ich als Mitglied der Piratenpartei kann Ihnen versprechen, wir Piraten fühlen uns im Recht und werden auch weiterhin die Telefonlisten aktualisieren, ergänzen und vervollständigen. Nach unserem Verständnis entbehrt die Zurückhaltung der Durchwahlnummern von Mitarbeitern der Jobcenter nicht nur der rechtlichen Grundlage, nein, sie sind auch zutiefst unmoralisch. Jobcenter sind Behörden der sozialen Grundsicherung und allein aufgrund dieser Aufgabenstellung müssen sie für jeden direkt und unbürokratisch erreichbar sein. Eine unpersönliche Callcenter-Rufnummer gehört abgeschafft. Liebe Anwesende, Hartz IV ist gescheitert. Daran besteht kein Zweifel. Und daran wird auch die sogenannte Rechtsvereinfachung im SGB II nichts ändern. Nach unserer Auffassung wird das 9. Änderungsgesetz zum SGB II weitere Einschränkungen der Rechte von Erwerbslosen und Aufstockern zugunsten der Privatwirtschaft vorbereiten. Wir Piraten unterstützen daher die von erwerbslosen Gruppen und Netzwerken im Herbst bundesweit gestartete Kampagne Aufrecht bestehen. Wir Piraten lehnen die Legalisierung rechtsfreier Räume in den sogenannten Jobcenter durch die Hintertür ab. In jedem Jobcenter muss geltendes Recht angewandt werden. Leistungen und Maßnahmen müssen transparent und in allen Punkten nachvollziehbar sein. Praktiken nach Gutsherrenart zu entscheiden, darf es in einem Rechtsstaat nicht geben. Das Anklagen von Rechten von Leistungsbeziehern über Sozialgerichtsurteile sollte nur die Ausnahme und nicht zur Regel werden. Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, Hartz IV gehört abgeschafft.
Und ich fordere dies nicht nur, um mehr soziale Gerechtigkeit zu erzielen. Nein, die negativen Auswirkungen von Hartz IV für unsere Gesellschaft und unser Gemeinwesen sind viel tiefgreifender. Hartz IV ist das Ergebnis einer Politik, die einzig und allein wirtschaftlichen und kapitalistischen Interessen und Gesetzen folgt. Unter diesen politischen Bedingungen und Voraussetzungen kann und wird der Mensch nur einer Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen werden. Ist der Einzelne für unser Wirtschaftssystem noch nützlich oder nicht? Das ist die einzige entscheidende Frage in diesem System. Und wenn ein Vertreter einer Partei die Alternative für Deutschland öffentlich fordert, dass in Zukunft nur noch die Bürgerinnen und Bürger ein Wahlrecht eingeräumt bekommen, die auch in Form von Arbeitsleistungen und Steuern dem deutschen Staat dienlich sind, dann sollten bei allen Bürgerinnen und Bürgern, bei allen Demokraten die Sturmglocken läuten. Hartz IV spaltet